Wisst ihr, ich liebe Superheldenfilme und Comics seit meiner Kindheit. Und deshalb sehe ich mich als Experte. Ich habe sogar einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Ist euch aufgefallen, dass jedes Mal, wenn die Avengers sagen, wir haben die Stadt gerettet, die Stadt aussieht wie in Cloverfield? Oh. Stellt euch vor, ihr sitzt in eurer Wohnung und dann passiert das. So, jetzt erstmal Friends gucken. Mann, ist diese Serie unlustig. Ich guck jetzt Manta Manta. Ist euch auch aufgefallen, dass jeder Bösewicht erstmal sein ganzes Leben im Detail erklären muss, bevor er den Superhelden zur Strecke bringen kann? Mal ernsthaft, wenn der Held sterben soll, was bringt es ihm zu wissen, dass du mit 22 eine mittlere Pizza mit Käserand bestellt hast? Ja gut, wenn du beim Arbeitsamt arbeitest und jemand einen Berufsauszubildendenbeitrag beantragen will, scheint es schon wichtig zu sein. Wie? Sie haben vor 5 Jahren eine Batterie aus einer Fernbedienung entfernt, in welcher noch 3% Akku war? Also, sie sind ja wohl nicht sehr sparsam, wa? Tarnung wird bei Superhelden Undercover wohl groß geschrieben. Dass alle Clark Kent ohne Brille nicht als Superman erkennen, ist die eine Sache. Aber Marvel Cinematic Universe tragen alle einfach eine Cappy und eine Brille. Hulk, unsichtbar. Hey, Lust auf eine Runde Super Smash? Hulk Smash! Wenn in Superheldenfilmen und Comics eine hochentwickelte Technologie vorgestellt wird, ist es meistens Nanotechnik. Wow! Nanotechnologie. Oh, wie konntest du mich besiegen? Mein Plan mit den Shrimps, dem Bowlingkugel, Reißbecken und dem Quantenmechatron mit Rückkopplungssensor der dritten Generation war perfekt. Wie? Nanotechnologie. Welche Dinge fallen euch denn noch auf? Schreibt's in die Kommentare. Und vergesst nicht, aus großer Leitkraft folgt guter Content. Hulk Smash.